Hey Leute, willkommen zum Heilungsprozess Tag 49. Heute werde ich auf die Waage gehen. Dann gehe ich ein großes Ründchen spazieren. Mal schauen, auf wie viele Schritte ich komme. Und ansonsten gibt es heute mal nichts zu sagen. Jeden Tag etwas zu sagen, ein Thema zu finden, wird, denke ich, auch nicht möglich sein. Deswegen lasse ich es, obwohl, wenn ich jetzt auf Krampf gesucht hätte, wäre mir schon was eingefallen. Mir fällt meistens immer irgendwas ein. Einfach die aktuelle Gemütslage, was mich so beschäftigt, wird reichen, denke ich. Ja, Leute, ich küsse eure Herzen. Lasst ein Like nach oben da. So, Leute, ich bin spazieren. Ich gehe den Kreisverkehr hoch und runter. Immer andere Location. Mal im Wald, mal Kreisverkehr, mal Stadt. Damit es mir nicht aus dem Halse heraus hängt, das Ganze. Ne? Immer dasselbe zu sehen, obwohl der Wald ist schon mein absoluter Favorit. Aber auch da muss ich sparsam sein. Wahnsinn. Die Waage zeigt einfach 143,5. Ja, weitere 2 Kilo, die gepurzelt sind. Jetzt 20 Kilo in 49 Tagen, in eineinhalb Wochen, in eineinhalb Monaten. Insgesamt 49 Kilo abgenommen, knapp 50 Kilo. Das ist wunderschön. Und es geht weiter und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Der Weg ist das Ziel. Gott ist mit den Geduldigen. Nur das zählt. So Leute, das sind jetzt schon mal die Reste von gestern hier. Es ist einiges übergeblieben. Das, was ich hier auf dem Teller habe, müsste so 700 Kalorien haben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wie immer, ihr kennt das schon, jetzt reinzuhauen. Ich habe mächtig, mächtig Kohldampf. Leute, ey, wie geil ist das? 143 Kilo, ich bin so happy. Aber ich darf nicht zu hibbelig sein. Nachher schreibt wieder der ein oder andere, du bist zu hibbelig, da deutet sich wieder was an. Du weißt, dass du gemeint bist. Leute, wir spielen alle gerne Hobbypsychologen. Ne? Das kann immer so viele Gründe haben. Die Sachen sind nicht so auszumachen, wie man denkt, dass sie sind. Ne? Es ist halt einfach die pure Motivation und es ist auch die Freude nach so einem krassen, geilen Riesenerfolg. 49 Kilo. Ich sag 50 Kilo aus eigener Kraft. 20 Kilo in den eineinhalb Monaten und das ist doch einfach geil. Der Weg ist das Ziel. Ich lass mich nicht mehr unterkriegen. Ich sehe das nicht so. Ja, ich habe jetzt den Heilungsprozess gestartet. Tag 49 heute, muss immer nur nach oben gehen und steil nach oben gehen, alles andere zählt nicht. Höhen und Tiefen gehören dazu. Ich bin seit 3 Jahren und 2 Monaten in diesem Prozess und alles hat am 27. oder 28. Februar 2019 angefangen und das ist mir erst, seitdem ich diesen Heilungsprozess hier mache, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und viele wollten das nicht sehen. Jammerer, ach ja, komm, jetzt schwätzt der, reden kann jeder, wer will, der macht auch was, der verändert auch was, sich dessen bewusst sein, aber nicht handeln. Diese Leute wissen nicht, wie komplex das ist, diese Verhaltensweise und das im Unterbewusstsein wirklich eingebrannt hat sich das Ganze, dass du nicht einfach nur mit dem Finger schnipsen kannst, vor allen Dingen, wenn du es langfristig und richtig lösen willst, Mindset-technisch und nicht nur einfach das Gewicht verlieren willst und ohne, dass sich was an deinem Mindset und deinem Bewusstsein geändert hat. Ne? Es ist einfach schön. Gestern habe ich auch mit meiner Schwester und ihren Freundinnen und Freunden zusammengefeiert und da gab es auch eine Phase, habe ich gestern auch erwähnt, ich war down. Ich sehe, die Leute haben ihr Leben im Griff, schöne Menschen, die ihr Leben im Griff haben und dann habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Aber dann dachte ich mir, bin in mein Zimmer gegangen, ins Selbstmitleid verfallen, im Bett lag ich und dann dachte ich mir, nein, du bist so eine Hilfe, Stütze, Inspiration für viele Menschen, die sich mit dir identifizieren können, die durch dich Bewusstsein geschaffen haben, was gelernt haben, Inspiration, Unterhaltung, auch Freude, zum Lachen gebracht, was auch immer. Es ist meine Passion. Ich habe einen Wert und ich arbeite an mir und habe so viel schon erreicht. Ich brauche mich nicht schämen und ich brauche mich nicht minderwertig fühlen. Und dann bin ich da wieder hingegangen und habe funktioniert. Und das war doch gut. Das war eine richtige Entscheidung und nicht der alte Can, der dann einfach dicht macht, frisst, säuft und hast du nicht gesehen. Und gestern waren das viel zu wenige Kalorien. Ich war wirklich so davor zu cheaten, aber auch das hätte nichts daran geändert, dass ich weiter durchziehe. Als ich das mit der ketogenen Diät gemacht habe und 4-5 Mal gecheatet habe, kann man ja auch nicht mehr von dem einmaligen Cheat Day
reden, aber Fresstage von mir aus habe ich ja auch wieder schnell in die Spur gefunden, ne? Also nichts wird mich da rausbringen. Nichts, hundertprozentig. Der Weg ist das Ziel, es ist ein Prozess. Alkohol ist für mich passé, daran denke ich gar nicht. Und Rückschläge formen dich nur umso mehr, wenn du verstehst, dass es dazugehört und du dich nicht verurteilst und ganz schnell wieder die Reißleine ziehst. Also, ne, wenn du immer weniger isst, ist doch klar, dass der Körper nach Nahrung schreit und man ist dann kein Versager und auch kein Loser. Und ich neige dazu, durch diese Übereifrigkeit und diese Zwangsgedanken, die in einem Jahr drin sind, die jetzt nicht erloschen sind, natürlich immer in die andere Richtung abzudriften. Ne? Und ich bin wieder schon richtig hibbelig. Ich liebe das. Ey, mein Bester, wirklich, du, der den Kommentar verfasst hat, ich weiß, du hast gute Absichten. Du scheinst ein guter Kerl zu sein oder eine gute Dame. Aber ich muss das halt einfach immer so abfeiern. Das ist die Motivation, die dir kein Alkohol, kein Essen gibt, die dir keine Droge der Welt gibt, die einfach von deinem Gehirn produziert wird, ohne diese chemischen Substanzen oder irgendwelche Dinge zu sich zu nehmen, wozu man in der Lage ist. Durch pure Motivation. Ja, Leute. Und es ist schön, ich zeige immer wieder auch auf Insta meine Videos mit den 50-Kilo-Abnahmen. Ach, schon wieder? Ja, du Drama-Queen. Also langsam, langsam, wenn ich jetzt meine 50 Kilo, die ich verloren habe, ganz stolz zeige und da Leute schreiben, Drama-Queen schon wieder, da muss man schon an deren Absicht, die sie haben, mich zu verfolgen, attestieren. Sagt man das so? Mir jetzt scheißegal. Auf jeden Fall, da muss man das schon hinterfragen, ne? Weil, es ist meine Seite, meine Regel. Ich darf posten, was ich will, solange es nicht gegen die Richtlinien verstößt. Und ich bin stolz. Da steckt so viel Stolz und Genugtuung dahinter, nachdem mich viele abgeschrieben haben. Und wenn ich 20 Videos am Tag poste, wo ich meine Abnahme zeige, ich kann es und ich will es. Und wenn man es mir neidet oder sowas vom Stapel lässt, dann hat man das alles einfach nicht verstanden. Ne? Wie man es macht, macht man es falsch. Redet man, jammert man, in deren Augen nur, philosophiert man, ist man nur derjenige, der nichts ändern will. Wobei das grundlegend wichtig ist, um dauerhaft was zu ändern. Wie oft soll ich es noch sagen, Leute? Aus eigener Kraft, ohne Magenverkleinerung, ohne professionelle Hilfe. Jeder soll seinen Weg finden. Wenn ihr den Magen verkleinern wollt, macht das. Ich bin da absolut anti dagegen. Nur wenn es gar nicht mehr anders geht. Gesundheitlich so sehr geschädigt oder so stark adipös, dass man sich so denkt, okay, da ist Hopfen und Malz verloren, dieser Mensch schafft das nicht mehr aus eigener Kraft, ist auch nicht reflektiert genug, mach es. Und professionelle Hilfe spricht absolut nichts dagegen. Absolut nicht. Um Bewusstsein zu schaffen, Hilfestellung, dies und das, aber ich brauche es nicht mehr. Und ich habe es immer gesagt und ihr habt mir Unrecht angetan. Ihr habt mir Unrecht angetan, also manche, nicht alle. Und es ist eine Genugtuung. So Leute, ich beende auch schon den Heilungsprozess Tag 49. Und es geht weiter, ey. Ich habe so viel Power und Energie. Ist das nicht geil? Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf. Danke für den Support und dass ihr so stabil und geil seid.